Mitarbeiterinnen werden Mitarbeiter. Ja, dieses Thema wurde schon mal behandelt von mir in einem der letzten Videos. Das Fazit ist immer wieder, es kommt natürlich auch auf die Firmenstruktur und auf die Branche drauf an, für welche Mitarbeiter man eben andere Mitarbeiter abwirbt, beziehungsweise für welche Mitarbeiter man halt oder für welche Positionen man sozusagen aus dem eigenen Umfeld zukünftige Arbeitnehmer rekrutieren kann. Ja, die Vorteile liegen klar auf der Hand. Auf der Unternehmensseite ist das Ganze natürlich zeit- und kostenaufwandsmäßig eine Einsparung. Und die Empfehlungen der eigenen Mitarbeiter sind natürlich immer ein gutes Indiz für ein effektives Employer Branding. Und für die Mitarbeiterinnen, die ihm empfehlen, ist es auch ein großes Zeichen von Wertschätzung und von Vertrauen, wenn die empfohlene Person ihm eingestellt wird. Und die neu eingestellten Mitarbeiterinnen bringen ein gewisses Gefühl von Sicherheit mit, da sie eine ehrliche Empfehlung von einem Bekannten erhalten haben. Die Nachteile, ja, die Höhe der Prämie und wann erfolgt die Auszahlung der Prämie, das ist halt immer so ein Nachteil. Dann natürlich auch bei schlechtem Unternehmensklima, schlechter Stimmung, ist sozusagen der Outcome wenig erfolgreich und die Empfehlungsrate natürlich und logischerweise auch niedriger. Und manches Mal kann es natürlich auch passieren, dass diese gescheiterte Mitarbeiterinnensuche auf den vermittelten Angestellten zurückgeht. Und das hinterlässt natürlich jetzt auch nicht immer das positivste und netteste Klima. Das kann man sich auch vorstellen. Ja, und dann Stichwort Vetternwirtschaft. Ich glaube, das ist euch sicher eine Begrifflichkeit, das brauche ich jetzt auch nicht im Detail erklären. Auch das kann so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack haben. Generell, wie gesagt, wir machen das immer mehr Firmen und die Höhen sind auch sehr unterschiedlich, was ich mittlerweile gehört habe, von 400 Euro bis 1700 Euro. Ich habe es auch kürzlich gehört, dass auch bis zu 3 Urlaubstage ausbezahlt werden können. Also die Palette ist sehr breit, was die Prämie anbelangt, ob es jetzt monetär oder nicht monetär ist. Und die Auszahlung kommt bei vielen Firmen so, was ich gehört habe, 6 Monate eben nach erfolgter Einstellung, also wenn die Probezeit vorübergegangen ist und sozusagen derjenige eingearbeitet worden ist, dann 6 Monate danach oder bei manchen Firmen 1 Jahr später.